Hier ist irgendwas. Ist das auf der Seite? Ah ja. Ups. Das war natürlich schlau. Na, wo ist es denn? Ha? Andere Seite? Nö. Das ist hier doch irgendwo. Versuch mal drüber zu fahren. Nee. Willkommen bei Let's Waste Film. Aha. Ups. Ja, interessant. Der verdrehte Mann, juhu. Ah, ich habe ihn verpasst. Weil er so hinter dem Shinto-Tor stand. Ups. Okay. Das hat jetzt eine Buddha-Statue damit zu tun, aber vielleicht kriegen wir das noch raus. Aha. Das reflektiert Licht im Dunkeln. Noch ein Steinspiegel. Gott sei Dank. Yes. Ein wunderschön polierter Stein, blank wie ein Spiegel. Er besitzt eine seltsame Macht. Weiter geht's ja aber nicht. Und auf der anderen Seite liegt auch noch was. Ein schädlichen Film steht am Rand der Passage. Typ 37. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Genau das meinte ich. Eine Reaktion. Vielleicht muss ich die Gravuren mit den Zeichen abgleichen. Zack. Zack. Ups. Zack. Und zack. Dafür haben wir nämlich diese Gravur gebraucht und dann hätten wir nochmal ganz zurücklaufen müssen und wieder hier hinlaufen müssen und das wäre total umständlich gewesen. Deswegen habe ich da mal mein kleines halbblindes Wissen mit einfließen lassen, um diesen Weg mal zu sparen. Ach du grüne Neune. Liegt was? Ignorieren mal die Blutlache in der Mitte. Auf dem Sockel liegt eine Kassette. Blaue Kassette 2. Eine Kassette mit einem blauen Etikett sieht nur halb abgespielt aus. Vier Buddha-Statuen und ein Sockel vor einem kleinen Schrein. Oh Gott. Oh, und los geht's. Raus hier. Film wechseln. Kampf, es ist Bosskampfzeit, Leute. Wupp, wupp. Gut, dass wir so viel Typ 37 Film haben. Hab dich erwischt.
Das hat ja gar nichts gebracht. Andere Richtung. Nicht so hart von dem getroffen werden. Ah, fuck. Sagte sie und wird hart getroffen. Ist er? Ist er noch da? Nein, er ist weg. Ist er weg? Er ist wieder hinter mir. Hab ihn. Das Shinto-Tor an... Ein Shinto-Tor an einem unbekannten Ort ist auf dem Foto zu sehen. Was soll an diesem Shinto-Tor sein? Das ist ja halbwegs glimpflich ausgegangen. Er wurde einmal angehittet. Ich mag das irgendwie, wie das wieder so... alles so richtig so ausspricht. Die letzte Buddha-Statue ist am Shinto-Tor. Aber hier liegt noch was. Ein Notizbuch liegt auf der Treppe. Die meisten Seiten sind herausgerissen. Teil des schwarzen Notizbuchs. Ich gehe gleich zum Schrein tief drin, der Villa Himuro. Dort soll ein Teil des echten Heiligen Spiegels liegen. Der Fluch hat bereits Spuren auf meinen Armen und Beinen hinterlassen. Es gibt kein Entkommen. Nun kann ich nur noch versuchen, das Höllentor wieder zu versiegeln. Das ist meine letzte Chance. Ich habe schon 4 der Buddha-Statuen, die ich brauche. Ein Teil des Spiegels fehlt noch. Und ein altes Dokument habe ich auch gefunden, das verrät, wo sich die 5. Statue befindet. Ehrt den Buddha unten am großen Tor, damit die Seelen der bedauernswerten Jungfern den Himmel greifen können. Wenn alles gut geht, wird niemand diese Notizen zu Gesicht bekommen. Ich kann sie in meinem nächsten Buch verwenden. Anschließend möchte ich meiner Assistentin und Partnerin Tomoe Hirasaki danken. Ohne die Worte, die sie mir hinterlassen hat, hätte ich dieses letzte Werk nie vollenden können. Sollte ich nicht zurückkehren, bitte ich darum, dass man sie mit einer angemessenen Beerdigung ehrt. Yunsei Takamine, am 15. September. Abschiedsbrief des Schriftstellers in die Akte gelegt. Kam noch was dabei raus? Oh Gott, wir müssen uns ein bisschen heilen. Ich weiß, heiliges Wasser bzw. Kräutermedizin voll verschwendet, aber... Hey, that's life. Genau, Dateien. Notizen, Teil des schwarzen Notizbuchs. In den Unterlagen, die Tomoe für mich gesammelt hat, gibt es einen Abschnitt über 5 Spiegelscherben, die seit Generationen der Familie Himuro weitergegeben wurden. Diese Scherben sollten angeblich das Höllentor versiegeln und die Gegend vor einer großen Katastrophe schützen. Das könnte das mit der furchtbaren Situation sein. Ah, das hatten wir, glaube ich, schon. Genau, also vor der Frau abgehauen ist. Ja. Das muss ein Zeichen gewesen sein. Mhm. Das ist der Abschiedsbrief. Mehr hatten wir hier nicht mehr. Und die Schnipsel, da war, glaube ich, auch nichts mehr. Shinto-Tor auf dem Foto. Wo könnte das nur sein? Ich habe tatsächlich schon Let's Plays von dem Spiel gesehen. Will kein Shade for Throne, aber wo Leute wirklich die ganze Zeit dieses Shinto-Tor gesucht haben, weil es halt... Es ist ein, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, ob es an der Beschreibung liegt. Es sagt irgendwie unbekannter Ort und man steht halt genau da. Es ist halt da, wo der Bosskampf stattfindet.
Unten am Shinto-Tor ist eine versteckte Tür. Dahinter ist etwas. Buddha ohne Kopf. Bin kein Buddhist. Bin auch nicht, komme auch nicht aus dem asiatischen Raum, aber ich glaube, es ist nicht so gut und nicht so geil, Buddha-Statuen zu verstümmeln. Ich glaube, dass es kommt nicht gut. Der Kopf ist beschädigt und blutrot angemalt. Da steht etwas auf dem Zettel, der um die Buddha-Statue gewickelt war. Dokument der fünf Buddhas. Geist der Seejungfrau beerdigen. Fünf Buddhas zu ihren zerfetzten Gliedern legen. Altes Dokument in die Akte gelegt. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas aufgetaucht? Nee, und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht. Exzellente. Gehen wir nochmal rein, weil wir haben was zu erledigen. Hier ist nochmal so ein großer Spiegel. Einem Schrein steht ein großer Spiegel, aber etwas Besonderes bedeutet. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr so wirklich. Hier ist ein zerbrochener Spiegel. Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja gruselig. Vier Buddhas in einer Reihe. In der Mitte ist Platz für einen fünften. Buddha mit beschädigtem Kopf hier hinstellen? Ja. Buddha-Statue mit beschädigtem Kopf zwischen die vier anderen gestellt. Der Sockel hat sich geöffnet. Darunter liegt ein Raster mit 3x3 Öffnungen. Und man kann ein Foto machen, aber erstmal, upsala. Muss ich den Film wechseln? Das habe ich nämlich noch vergessen. Mit dem Billo-Film. Okay. Eine Reihe von Buddha-Statuen ist über den Öffnungen im Sockel zu sehen. Das ist eigentlich ein relativ selbsterklärendes Rätsel. Also, die fünf Buddhas haben alle irgendwas kaputt. Der ja denn die linke Hand, der ja das linke Bein, der Kopf, das rechte Bein, der rechte Arm. Folgendes: Hier sind auch die Blutspuren noch markiert. Deswegen auch der gekreuzigte. Ich habe ein leises Geräusch gehört. Ist es jetzt offen? Ist das eine Spiegelscherbe? Is this the holy mirror? It's just a piece of it. Ich glaube, das ist Kirie. Oh shit. Dass wir gespeichert haben. Thank you.
Oh, fuck. Wir sind gearscht. The rope? No. Ja, wir dürfen speichern. Wir dürfen uns auch den Film mitnehmen. Geiler Scheiß. Okay. Wir speichern mal. Und sehen mal, wohin uns das bringt. Und weiter geht's. Dämonenjagd. Zweite Nacht. Dämonen. Klingt schlimmer, als schlimmer als es eigentlich ist. Oh. That mirror. Give it back. Ja, Dämonenjagd ist, klingt schlimmer als es eigentlich ist. Es ist wirklich einfach ein japanisches Kinderspiel. Irgendwas gefällt mir hier gar nicht. Erstens, dass hier so viel Zeug rumliegt. Folgendes. Das ist eigentlich ein super Moment, um zu schneiden. Ja, ihr seht hier schon, gibt es ganz viel Zeug zu sehen und ganz viel liegt hier rum. Aber das gibt es dann alles in der nächsten Aufnahme. Ich bin so gemein. Ja. Bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.